So Leute, da sind wir bei einem neuen Decktag und wie ihr schon oben im Titel seht, es geht um Checkpile. Checkpile ist meistens die Decks benannt, die von Thomas Meyer erfunden werden, beziehungsweise halt weiterentwickelt werden. Und ja, in diesem Fall ist es halt ein Four-Color-Control-Deck, was nicht günstig ist. Heilige, das ist ein sehr, sehr teures Deck. Dementsprechend bin ich ganz froh, euch das zeigen zu können. Und ich würde sagen, starten wir mal. Wir spielen, ja, günstig geht's los. 3 Underground Sea. Tappen für blau oder schwarz. Counts as both. Ja, Duels kennen wir mittlerweile. Da spielen wir noch 2 Tundra mit dabei, weil warum nicht? 2 Tundra heißt, wir spielen auf jeden Fall schon blau, schwarz, weiß. Und naja, wir spielen dementsprechend auch ein Scrubland, was eben auch schwarz und weiß raussucht. Dann noch eine Volcanic Island für unser Rot, Blau oder Rot. Und eben ein Badlands für Rot oder Schwarz. Ja, das sind unsere Länder. Also nicht ganz. Kommen noch 2 Wastelands dabei. Einfach nur, weil wir mittlerweile mit Ursas Saga dealen müssen. Und mittlerweile selbst die Control Decks anfangen, Wastelands zu spielen. Das sind unsere Länder. Krass, oder? Günstig. Günstig geht's auch weiter. Wir spielen nämlich noch Fetchländer obendrauf, logischerweise. Das heißt, wir spielen hier 4 Scalding Tarns. Naja, muss ich nicht viel zu sagen. Blau-Schwarz haben wir auch drin. Hier lege ich jetzt mal nicht hoch. Und dann noch 2 Rot-Schwarze. Ja, das sind unsere Fetchländer. Insgesamt 20 Länder. Davon sind 10 Fetchländer, 8 Duels und 2 Wastelands. Das sagt schon alles über diesen Preis aus, das sagt alles über dieses Deck aus. Kommen wir dann zum relevantesten Teil. Naja, mehr oder weniger. Unsere Kreaturenbasis. Unsere Kreaturenbasis ist awesome. Wir spielen 4 Baleful Strix. Einfach nur als 2-Mana 1-1er, der mit fliegend Death Touch auch eine Karte zieht, wenn sie ins Spiel kommt. Das heißt, wir removen was, ziehen dabei eine Karte und haben dann gratis was removed. 2-für-1 Trade. Und ebenfalls 2-für-1 Trade sind Snapcaster Mages. 2-1 Flash, wenn Spiel verkommt, Instant of Sorcery und Friedhof Flashback geben. Sieht man selten mittlerweile. Wirklich, wirklich selten. In dem Deck hier sind die noch ganz gut. Sind die wirklich, wirklich noch ganz gut. Ja, das war's, meine Freunde. Das sind unsere Kreaturen. Hammer, oder? Hammer, sag ich euch. Dann kommen wir zum allgemeinen Quatsch. Wir spielen 4 Forsoffel. Muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Als Gratis-Counter in einem Control-Deck. Ja, ist nicht der beste Counter, weil wir 2-für-1 gehen. Also wir verlieren 2 Karten, der Gegner nur eine. Was schade ist. Allerdings, wie gesagt, er macht halt Dinge weg. Und das ist eine gutes Control-Piece. Ebenfalls wie Brainstorm. 3 Karten ziehen, 2 oben drauflegen. Ist so ähnlich wie Opt. Nur besser. Viel, viel besser. Und kann sehr, 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 sehr stark sein. Wir können unser Deck ja mit dem Fetchländer mischen. Das ist ganz nett. Wenn wir es nicht mit dem Fetchländer mischen, mischen wir es vielleicht mit Ponder. Auch hier 3 Karten angucken. Einen davon auf die Hand nehmen. Oder das ganze Deck mischen und eine Random-Card ziehen. Sehr, sehr stark. Und die neueste Adaption in einem Control-Deck, da habe ich jetzt so noch nicht wirklich viel gesehen, habe ich jetzt aber ein paar Mal gespielt, ist ganz witzig. Und zwar ausdrucksvolle Iteration, also Iteration, ein rotes, ein blaues. Wir schauen uns die obersten 3 Karten des Decks an, nehmen einen davon auf die Hand, legen eine unter das Deck und legen einen ins Exil. Wir können die exilte gespielte Karte spielen. Wichtig, wir können auch Länder damit spielen. Ist normalerweise ein Ur-Delver-Ding in jedem Control-Deck, aber auch möglich. Gerade weil wir halt sehr, sehr viel Ein-Mana-Spells haben, sehr viel Removal. Dazu kommen wir jetzt. Wir spielen 3 Swords to Plowshares. Dafür ist der Weiß-Splash auf jeden Fall da. Super, super wichtig. Also Swords to Plowshares, extreme Kreaturen. Warum nur 3? Weil wir spielen auch 2 Prismatic Ending. Der Removal aus Modern Horizons 2 ist, glaube ich, die einzigste Modern Horizons 2-Karte hier drin. Das ist schon beeindruckend. Ja, removed halt was für X. Dann so die Klassiker, die man noch drin haben kann für schwarze Kontrolldeck, für X-Control sind 3 Inquisition of Kozilek. Einfach weil auf 4 hitten wir so gut wie eh nichts mehr bei uns. Also im Gegnerdeck. Und die 2 Leben zu nehmen, nur damit wir vielleicht den Jace vom Gegner hitten können, statt dass wir einfach hingehen und sagen, okay, wir hitten einfach alles. Dann lieber Inquisition, spart uns Leben und wir brauchen Leben. Ganz dringend. Dann haben wir noch 3 Hymn to Turak.
zwei schwarze Mana, zwei random Handkarten abwerfen beim Gegner oder am Spieler. Und ja, wahnsinnig stark. Gerade weil Grün aufgehört hat, diesen Whale of Summer zu spielen, ist es halt super, super stark und super wichtig. Und ein Klingt du das, weil Uro. Ich hasse Uro. Ja, mit ihm können wir halt eine Karte aus dem Friedhof exilen. Wenn es eine Kreaturenkarte ist, kriegen wir drei Leben. Ansonsten können wir eine Karte ziehen mit Escape-Kosten. Auch hier sehr, sehr nett. Und wir können mit unserem Friedhof, außer mit dem Snapcaster-Mage, eh nichts anfangen. Deshalb Klingt du das sehr, sehr cool. Dann gehen wir weiter. Wir haben noch im Deck Planeswalker. Wir spielen dreimal Teferi Time Reveler, Revelila, 3 Mana, 4 Marken. Gegner kann nur noch in seinem Zug was casten. Plus 1, wir können Sorceries machen, weil wir sie Flash hätten. Witzig ist so Hymn to Turak in jedem Draw Step, nachdem er eine Karte gezogen hat. Sehr, sehr witzig. Und minus 3, wir können einen Artefakt oder eine Kreatur oder einen Enchantment bouncen. Wichtig, wir können damit auch Baleful Strike, Snapcaster bouncen, um sie zu reusen. Sehr, sehr cool. Ich bounce damit mehr mal einen Crash-Shit als den Gegner-Shit. Dann, um irgendwann zu finishen, einen Jace the Mind Sculpture, 4 Mana, 3 Marken. Sollte jeder kennen, die minus 12 exilt alle Karten von einem Spieler unserer Wahl, von einem Deck, mischt seine Hand, legt sie als Deck hin und ansonsten gucken wir uns die Anometer an und kontrollieren ihn langsam weg. Und einfach, weil ich ihn cool finde, weil ich ihn das letzte Mal auch in einem Checkpile gespielt habe und er da wirklich gut war, Nicol Bolas Dragon God. Ein blaues, drei schwarze, ein rotes, hat alle Yolity-Fähigkeiten von allen Planeswalkern, das heißt, er können auch Teferis oder Jace haben, was schon mächtig ist. Gerade mit dem plus 2 ist es sehr, sehr gut. Plus 1, wir ziehen eine Karte, jeder Gegner exiliert eine Handkarte oder ein permanentes. Minus 3, wir zerstören eine Kreatur oder Planeswalker. Minus 8, jeder Spieler, der keine legendäre Kreatur oder Planeswalker kontrolliert, verliert das Spiel. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr, sehr stark. Das ist das Deck. Ich bin jetzt echt so im Durchrushen, weil ja, das sind halt gefühlt einfach alle Legacy-Staples, die es aktuell gibt. Und so geht's im Sideboard tatsächlich weiter. Denn das Sideboard besteht aus erstmal drei Force of Negation, einfach nur als Force Nummer 5, 6, 7, einfach weil wir nicht Kreaturenzauber damit exilen können und auch hier blaue Handkarten werfen können, ist gegen Combo manchmal wichtig. Dann, weil aktuell relativ, es geht, rot schon gespielt wird, haben wir einen Hydroblast drin, ein blaues Mana, ein rotes permanentes Zerstören oder einen roten Spellcounter gegen Blood Moon, wichtig. Dann, aktuell wird eine Menge Artefakt gespielt, deswegen Meltdown, eine Karte, die jahrzehntelang unterm Radar geflogen ist, habe ich das Gefühl. Ein rotes und X, wir zerstören alle Artefakte mit Casting Cost X oder weniger. Baleful Strix ist ein Artefakt, da müssen wir drauf aufpassen. Ansonsten machen wir damit eine Menge beim Gegner meistens platt. Gerade wenn das so ein Pleco Engineer Gedöns-Deck ist. Ja, dann haben wir ein bisschen Graveyard Hate mit zwei Nilil Spellbombs. Ist ein Artefakt für einen Mana, tappen, opfern. Wir exilen alle Karten aus dem Friedhof von unserer Wahl. Also vom Gegnerfriedhof meistens. Und wir können, wenn die auf dem Friedhof gelegt wird, schwarze bezahlen, um eine Karte zu ziehen. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Dann haben wir noch zwei Pleco Engineers. Pleco Engineer 3-Mana 2-2 Death Touch. Gut gegen Elfen, gut gegen Humans. Gegen die ganzen Creature-Based Decks. Sehr, sehr wichtig. Dann haben wir, weil wir nicht nur den Hydroblast spielen, haben wir auch zwei Pyroblasts. Einfach nur, weil blau die meistgespielte Farbe ist, können wir damit eben Murktide Regions, Delve of Secrets, gegnerische Combo-Decks oder, wenn es sein muss, auch ein Tassensorakel, kontern oder zerstören. Sehr, sehr gut. Ebenfalls auch hier noch ein Red Elemental Blast, den Split halt für Surgical Extraction, damit der Gegner halt mit seinem Surgical, wenn er einen Pyroblast hittet, nicht alle drei hittet, sondern nur noch einen aus dem Deck zieht und wir noch einen weiteren ziehen können. Sehr, sehr coole Tech, die sogar auf dem Grand Prix sogar relevant war. Dann für ein Mana prismatisches Ende noch eins im Sideboard. Deswegen habe ich extra das Deutsche ins Sideboard geschoben, damit ich mich dran erinnere. Wie gesagt, die einzige Modern Horizons 2 Karte hier drin, was ich sehr cool finde. Sehr, sehr starkes Teil, einfach um Sachen zu removen, die an Bord sind. Und wir können ja alles bis 4 Mana hoch removen, ohne Probleme, was halt echt, echt nett ist. Und weil ich nicht ohne aus dem Haus gehe, ein Karakas, tappen für ein weißes oder eine legendäre Kreatur bouncen, gegen Reanimator, Show and Tell, Dark Depths oder ähnliches. Einfach die Karte, die man sehen will. So viel zum Sideboard, auch hier nur Staples drin. Gehen wir einmal ganz kurz in den Decktalk rein. Was mir an dem Deck so sehr gefällt, ist, dass es halt echt vor Duels strotzt. Ich liebe Duels. Ich liebe Duels. Ich habe nicht genug Duels. Ich habe leider kein komplettes Set von
40 Duels. Mir fehlen da ein paar, aber ich habe schon viele und bin deshalb sehr, sehr glücklich, dieses Deck auch spielen zu können. Ich finde es halt super witzig, wie der Time Revealer halt wirklich, oder Revealer, doch Revealer, halt sowas wie Balefour's Rix bouncen kann. Damals war es so, dass es noch Astrolab gespielt hat, obwohl es nur irgendwie ein oder zwei Basics gespielt hat, um die auch zu bouncen. Das ist so strong, dieses, ja, ich drop dich, bounce dich, drop dich, zieh mal drei Karten in einer Runde, so wow, für ein Control-Deck wirklich Banane gut. Wirklich banal gut. Plus der Tefri hat halt auch mit sowas wie Hymn to Durak so geile Synergies. Wirklich geile Synergies. Einfach nur um hinzugehen und sagen, oh, du hast eine Handkarte, dann plus Tefri, go in deinem Drawstep, Hymn to Durak ich dich, du wirfst zwei Handkarten ab, weil jetzt ist das eine Instant durch seinen Effekt. Hammer. Wirklich Hammer. Also dieses Package hier macht so viel Spaß und ich kann so verstehen, warum Leute es spielen. Die Nicole Bolas ist halt für mich so eine kleine Pet-Karte im Jackpot. Dementsprechend muss der einfach rein. Es ist auch eine Win-Option. Ich glaube, man kann auch zwei Jays spielen, wenn man unbedingt möchte, aber ich finde den Nico Bolas einfach zu witzig und zu gut. 1998. Aber seitdem sie jetzt mehr gespielt wird und mehr auf Radar von den Leuten ist, macht halt Affinity ein bisschen fairer. Auch sowas wie 8cast oder so ist damit schlagbar, weil das ist einfach ein schlechtes Matchup. Gute Matchups sind halt wirklich so. Death and Taxes macht man halt wirklich, wirklich easy rund. Andere Control-Decks kontrolliert man in den Wahnsinn. Selbst 80 Karten Jurion, Taxes oder irgendwelche Bug-Zenit-Listen oder so rennst du einfach in den Boden mit diesem Deck, weil sie irgendwann einfach nichts mehr haben und dein Value nicht aufhört. Das ist genial. Das ist einfach genial. Das ist so ein schönes Deck. Wie immer, die Deckliste seht ihr unten in der Videobeschreibung oder unten in den Kommentaren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch mal so ein Strangers Deck zu sehen, weil das ist sehr, sehr seltsam für mich, sowas auf dem Kanal zu zeigen. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt die bitte in die Kommentare. Ich und meine Jungs sind jederzeit bereit, euch Kommentare zu beantworten. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Black State. Ciao, ciao.